Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Devisenradar am Freitag, 10.07. Wir sehen hier wieder reichlich Bewegung an den Märkten, insbesondere bei den Indizes, die hier buchstäblich durch die Decke gehen. Dem einen Tag hü, dem anderen Tag hot. Aber grundsätzlich bleibt die Situation natürlich technisch bedingt hier auch interessant. Aber wir wollen uns hier natürlich im Devisenradar vornehmlich den Devisen zuwenden. Und hierbei speziell den Euro gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen, der sich hier ja relativ anschaulich darstellt. Wir schauen mal hier auf den Stundenchart einer unlängsten Analyse vom Vortag, beziehungsweise vielmehr hier vom Mittwoch, dem JFD-Devisenradar. Da hatten wir nämlich den Euro-US-Dollar besprochen. Und hier im Stundencharts-Intervall sehen wir hier eine sehr schöne Situation. Eben hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend, der sich hier sozusagen vorab zu Wochenbeginn, beziehungsweise zum Wochenende der letzten Woche hier in einer asymmetrischen Dreieck darstellte, dann Ausbruch nach unten, hier Marke von 1,10 wieder rund gehalten. Es gab Spikes drunter, aber die Situation jetzt hier, der Fan einer Schulter-Kopf-Schulter, wenngleich hier bei Devisen natürlich die Umsätze fehlen, der kann hier auf jeden Fall zum Zuge kommen, im Sinne dessen, dass er eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hier sieht. Und ich stelle das mal symbolisch hier im Stundenchart dar. Und das würde natürlich dann hier den Kopf bedeuten. Machen wir mal einen Cut raus und dann machen wir das Ganze nochmal hier Copy-Paste. Und hier drüben haben wir die höhere Schulter, die rechte. Und unabhängig dessen, dass wir hier so eine Art inverse Umkehrformation im Stundenchart-Intervall haben, hat Euro-US-Dollar es geschafft, hier das Widerstandslevel 10,70, 1,1070 zu überwinden, was ursprünglich schon mal angedacht war, hier in dem Bewegungsverlauf vom 8. 9. Juli. Und so kam es ja auch in den Morgenstunden, doch dann hier ging es direkt zur Eröffnung am 9.7. wieder steil runter, aber es wurde kein neues Verlaufstief gemacht, was jetzt wiederum dem Euro natürlich hier in die komfortable Situation bringt, dass wir oberhalb dieses einstigen Widerstandslevels von 1,1075 hier im Stundenchart-Intervall jetzt hier natürlich eine schöne Supportfläche haben. Und die haben wir auch just heute Morgen schon mal angelaufen. Und für den Fall, dass Euro-US-Dollar hier es eben doch nochmal schafft, nach unten nochmal einen weiteren Pullback zu vollziehen. Wir haben bislang nur 79 Pips zurückgelegt. Der Durchschnitt bewegt sich im Bereich 120. Das heißt, hier kommt noch ein Stück was heute. Und wenn dies eben hier als Pullback nochmal zu sehen sein würde, hier im Bereich 10, 1,1075, 1,1070, dann wäre das hier sicherlich eine sehr, sehr interessante Chance, um hier einzusteigen auf einen Long-Impuls, rein technischerseits. Denn Sie wissen auch, wenn Sie das Devisenradar schon länger verfolgen, dass wir natürlich auch hier auf die Statistik schauen, Schrägstrich auf die Wochentagstendenz. Und da hat der Freitag natürlich hier mit bescheidenen 40% nicht unbedingt den großen Vorteil auf seiner Seite in Form, dass man sagt, okay, hier brechen jetzt die Bullen nach oben aus. Hier wird jetzt ein großer Bewegungsmove stattfinden, der weiter steigende Preise verspricht. Aber man kann zumindest mal sagen, der Preis hat rein technisch gesehen hier eine Chance, diese negative Statistik ein Stück weit aufzuweichen. Letztlich, wenn nicht gar alles, wird natürlich viel wieder von den News abhängen. Und wenn diese eben dann doch wieder die Stimmung kippen sollten, dann muss man nicht unbedingt unter 1,1070, aber eine Etage tiefer, hier 1,1045, Schrägstrich, wenn man sich jetzt hier auch einer schrägen Trendlinie mal im Stundenchartintervall beim Euro-US-Dollar behelfen will, sucht man wieder viele Auflagepunkte. Es geht nicht punktuell um das lokale Tief, es geht hier um die Auflagepunkte in der Summe. Und da sehen wir hier diesen Trendlinienbereich, den wir übrigens jetzt auch hier in eine Art Trendkanal verwandeln können, der uns hier unter Umständen den Weg nach oben weist, insbesondere wenn es hier einen Ausbruch nach oben gibt, eine Art Beschleunigungstendenz initiieren könnte. Aber speziell geht es jetzt hier darum, wenn wir das Level von 1,1040, Schrägstrich, achten Sie, und das ist wirklich eine runde Hausnummer auf die Marke von 1,10, wenn es da nicht nur heute, sondern auch am Montag, Schrägstrich, wer weiß aber, was am Sonntag in Sachen Eröffnungsgap wieder passiert. Wenn wir aber da drunter runterfallen sollten, dann wäre auf jeden Fall die Gefahr gegeben, dass der Euro nochmals die Tiefs der laufenden Woche austestet. Und wenn es hier dann eben nicht zu einem signifikanten Tief kommt, dann hätte man sogar die Option, dass man hier eine sehr große Schulter-Kopf-Schulter aufbaut. Dann wäre nämlich das hier die linke Schulter und hier möglicherweise dann die rechte Schulter. Also da ist der Fantasie hier jede Grenze geöffnet. Also da kann man auf jeden Fall viel spekulieren. Letztlich vor dem Wochenende immer eine heiße Geschichte, aber für den heutigen Tag trotz negativer Wochentagsstatistik sieht es gut aus, dass Euro-US-Dollar hier oberhalb von 1,1075 seine Range nach oben ausfüllen kann. Wie die konkret aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich mal hier auch im MetaTrader-Chart an. Da rufe ich nach den bekannten Mustern mal den Euro-US-Dollar auf.
Dann sehen wir nämlich auch gleich mal hier nochmal die direkten Range-Hinweise, die wir sozusagen immer gerne auch nutzen können. So, Asia Range. Wir sind gerade im Stundenchartintervall. Scheint mir ein bisschen groß. Wir gehen mal in die 15 Minuten rein. Deswegen Devisenradar ist ja auch für den Intraday-Bereich gedacht. Und da sehen wir, dass wir hier inmitten der Asia Range noch oszillieren. Aktuell auch am Vortageshoch gescheitert sind. Interessante Situation. Faktisch aber Ausbruch nach oben über das heutige Tageshoch 1.1134 wäre ein Startschuss für eine Aufwärtsbewegung von rund 50 Pips bis in den Bereich 1.1183, 1.1180. Um hier praktisch die Average True Range auszufüllen. Gibt es einen Ausbruch nach oben, sieht das relativ bullisch aus und dann könnte es im Zuge dessen, dass wir dann auch, und da sind wir aktuell dran gescheitert, über das Vortageshoch praktisch ausgebrochen sind, wäre hier positives Momentum denkbar. Ein Sammelsurium an den Indikatoren und Oszillatoren im Bereich 148 weist hier schon eine bullische Tendenz auf. Das sehen wir aber auch natürlich aufgrund dessen, dass hier Trendfolgesysteme im Sinne der Aufwärtsbewegung seit Ende des letzten Tages am Nachmittag hier natürlich nach oben zeigen, aber da haben wir schon eine leicht bullische Tendenz. Kommt es jetzt hier zum Ausbruch, könnte sich das fortsetzen. Andernfalls, Asia Range ist tricky. Mit knapp 89 Pips oder exakt 89 Pips natürlich eine sehr, sehr große Range. Bricht Euro-US-Dollar nicht nach oben aus, bestätigt den Widerstand hier am Vortageshoch und orientiert sich in der Asia Range nach unten und kippt auch, Obacht geben, hier unter das Pivot Level, Pivot Point von heute, 1.1062 und gleichzeitig noch unter das Opening. Hier ist der Opening-Preis, hier ist die heutige Tageskerze, hier haben wir sie, positiver Natur bislang. Dann, wenn es hier drunter geht, Obacht geben, dann dürften hier, zeige ich Ihnen gerne nochmal, die Bären mit ihren 40% hier dann doch noch punkten können, was dann bedeutet, dass Euro-US-Dollar hier die Marke von 1,10 mit großer Sicherheit ansteuert, gegebenenfalls auch dann das Vortagestief in einer Overrange-Bewegung im Bereich 1,099, 1,0. 99,2 hier dann austestet. Das Vorwochentief wäre auch nicht mehr mal weit weg. Also hier nach unten haben wir natürlich einen kleinen Boden, beziehungsweise einen Bodensatz, der dann hier eine größere Korrektur verhindern könnte. Aber Stück weit gute Chancen, wenn Euro-US-Dollar eben das Level von 1,70, 1,75 verteidigt. Ja, Rücklauf wäre hier für alle Bullen durchaus angenehm im Sinne der jüngsten Erholungsbewegung. Ausbruch nach oben könnte hier weiter antreibend wirken. Kippen wir aber unter dem Pivot Point, unter das Opening zu deutlich zurück, dann sieht es eher so aus, als würden wir die Marke von 1,10 nochmal antesten. Dabei ist die Maus keinen Faden ab. Das wäre dann wohl die wahrscheinlichste Variante. Im schlimmsten Fall, und auch das muss man ins Kalkül ziehen, hatten wir die Woche ja auch immer mal wieder, bewegt sich ja nichts außerhalb der Asia-Range und Euro-US-Dollar oszilliert hier zäh seitwärts bis ins Wochenende. Das wäre natürlich Worst Case, aber ich gebe immer den Hinweis, achten Sie mal auf das, was in Asien passiert ist. Zieht nämlich das europäische Kapital eine Währung, egal ob Euro-US-Dollar oder eine andere, dann nach oben raus, kann es weiter in Ausbruchsrichtung gehen, Schrägstrich nach unten raus, dann entsprechend auch in Ausbruchsrichtung, wenn Sie das kombinieren mit Candlesticks und Trendlinien bzw. Trendimpulsen, dann lassen sich hier durchaus schöne Setups finden. Insofern, Ihnen gehört die Bühne. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wenn Sie mögen. Montag hören wir uns 9:30 Uhr natürlich wieder oder natürlich später nochmal in der DAX-Beschau im JFD Live Trading TV. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.